Warum du 1 Million Steuern zahlen solltest. Nun, vielleicht klingt das für dich erstmal provozierend, aber ich werde dir heute zeigen, warum das für dich als Unternehmer wichtig sein kann. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und häufig ist es so, dass dann die Unternehmer auch zu uns kommen, selbst die Gründer schon zu uns kommen und sagen, ja, was kann ich denn steuerlich günstiger machen, wo kann ich Steuer einsparen? Und ich möchte heute dich einladen, das umzudrehen. Nicht nur zu gucken, wo du Steuern einsparen kannst, sondern sogar das Ziel zu setzen, viele Steuern zu bezahlen. Nun, warum ist das so interessant? Denn die meisten Unternehmer oder Gründer fangen irgendwie an, ihren ersten Umsatz zu generieren. Und sofort ist die Frage da, wie sie die verbundene Steuerlast, die ja proportional ansteigt, am besten senken können. Welche Tricks es gibt, um weniger Steuern zu bezahlen. Und das zieht sich dann über die Jahre und Jahrzehnte durch die Zielsetzung und durch die Verhaltensweisen Unternehmer und kostet dich Zeit, Geld und vielleicht auch deinen Erfolg. Deshalb lade ich dich ein, umzudenken. Ich lade dich umzudenken, zu sagen, okay, bei mir geht es nicht darum, Steuern zu reduzieren, sondern ich möchte ganz gerne 1 Million Steuern bezahlen. Dass du dir das als Ziel setzt. Der Vorteil davon ist nämlich, dass du dann auch automatisch eine viel größere Zielsetzung hast, die deinen Umsatz betreffen. Dass dann klar ist, dass dein Umsatz dann auch vielleicht 3 oder 4 oder 5 Millionen Euro sein muss, damit du nach Abzug der Kosten so viel Gewinne übrig hast, dass die Hälfte davon oder 43%, dass das dann als Steuerzahlung zum Staat geht. Was bedeutet das also? Wenn du von Anfang an minimalistisch rangehst und von jedem Euro 3-mal umdrehend nur Steuern sparen willst und du die Steuerberater aufsuchst, Unternehmensberater aufsuchst, dir den Kopf zerbrichst, nur um keine Steuern zu bezahlen, dann vergeht genau diese Zeit sinnlos, die du brauchen könntest, dein Unternehmen zu viel größeren Höhen aufstreben zu lassen. Deshalb setz dir heute das Ziel, innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre Millionen von Steuern zu bezahlen, denn dann kannst du sicher sein, dass du erstens ein rentables Unternehmen hast, zweitens, dass du mindestens die gleiche Summe auch auf deinem privaten Guthabenkonto hast oder zumindest in der Firma hast, um sie zu reinvestieren. Und wenn dich das noch nicht motiviert, viel Steuern zu zahlen, um dein Unternehmen in viel größere Dimensionen aufzubauen und Erträge zu erwirtschaften, die dann versteuert werden, nun, dann guck einfach in dein Leben zurück und dann wirst du sehen, dass die Schule, die du besucht hast, die Straßen, die du heute benutzt, öffentliche Nahverkehrsmittel, dass die alle bezahlt worden sind durch deine Steuern. Das Gleiche gilt für Polizei, für Feuerwehr und auch für die Bundeswehr, die für deine und meine Sicherheit verantwortlich sind. Und du kannst heute entscheiden, durch viele Gewinne und durch viele Steuerbeiträge auch die Gesamtgesellschaft dann mitzufinanzieren. Zusammengefasst also macht es sicherlich Sinn, sich mit einem Steuerberater zusammenzusetzen und nicht zu verschenken. Aber für deine unternehmerische Zielsetzung hier oben, was dich antreibt, was deine Vision ist, macht es wesentlich mehr Sinn, sich als Ziel zu setzen, viele Steuern zu bezahlen. Denn das kannst du nur, wenn du auch viele Gewinne produziert hast. Und das wünsche ich dir. Ein Unternehmen, was rentabel ist, ertragsreich ist. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie du 1 oder 5 oder 10 Millionen Steuern zahlen kannst, also das Unternehmen dahinter aufbauen kannst, dann lade ich dich ein, unseren Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir mit dir gemeinsam dein Geschäftsmodell weiterentwickeln können, deinen Businessplan entwickeln können, damit du ein noch erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer. Abonniere nun unseren Kanal oder empfehle uns weiter. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.